Herzlich willkommen, Leute. Ich bin's wieder, euer Porgy, und heute mit einem Unboxing, und zwar ein Überraschungspaket von Rexy. Ja, da war ja eine Woche bei mir und er hatte ein besonderes Teil gehabt, was mir gefallen hat, was ich auch unbedingt haben wollte. Und ja, da hat er jetzt ein kleines Päckchen geschickt und hat sich wohl gedacht, na, da kaufe ich den das mal, weil ich ihn ja auch schon so ein paar Sachen mal gegeben habe, wie den Rezo Seilzugstarter für seinen Force Motor und so. Da hat er sich jetzt gedacht, dann schicke ich ihn das mal. Und zwar haben wir hier eine Spritflasche von LRP. Richtig geil, er hat sie tatsächlich geschickt. Ich glaube 10 Euro oder so hat er dafür bezahlt. Bei sich aus dem Laden, er hat die auch und ich fand die richtig cool. Schauen wir uns gleich an. Ja, hier unten im Paket ist noch, ist für euch eigentlich recht uninteressant, ist noch Windows 7 und Office 2013, 2014 drin. Das hat mir der Vater mit zugesendet, weil das ist hauptsächlich für meinen Cousin, weil der hat Probleme mit seinem PC. Von daher ist es für euch eigentlich recht uninteressant. Ja, hier ist die Spritflasche von LRP. 500 Milliliter. Richtig geil. Jetzt kann ich auch endlich mal mehr Sprit mit unterwegs mitnehmen, anstatt immer meinen Kanister mitzuschleppen noch. Ja, ich kenne die Spritflasche natürlich schon von ihm und ich fand die ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, bauen wir sie erstmal zusammen, ist eigentlich ziemlich einfach. Ne? Dieses einfach hier drauf drehen. Ja. Ja, ist ein bisschen fummelig, hat er auch gesagt, weil das passt nicht so. Doch, jetzt passt es. Ja, ich drehe es hier lieber nicht allzu fest, weil bei ihm hat sich das so festgesaugt, dass er es nicht mehr abbekommt. Ja, hier ist der Popfen, den steckt man hier oben drauf. Der sitzt eigentlich auch recht fest hier drauf. Also der fliegt nicht so schnell ab. Ja, 500 Milliliter gehen hier rein. Schöne Skala. Hier von 100 bis 500. Auf der anderen Seite genau umgedreht. 100 bis 500. Das ist es, wenn man sie so reinmacht, um Sprit zu saugen, dass man schon sieht, wie viel man drin hat. Das ist richtig geil, finde ich. Aber meine alte Spritflasche, die hat zum Beispiel nur 250 Milliliter. Und hat auch nur eine Skala-Anzeige, ne? Und mit dieser Flasche hier bekommt man manchmal, wenn man Glück hat, bei Einzug schon direkt 250 Milliliter raus aus dem Blechkanister. Und mit diesem Hals kommt man auch ziemlich weit rein. Ich habe es ja selbst ausprobiert und es ist eine gute Flasche. Ja, das Material, das fühlt sich, ja, ist Plastik, aber es fühlt sich irgendwie gummiert an, irgendwie so. Also es ist irgendwie ein anderes Material, würde ich so sagen. Schön weich, also wird wohl nicht so schnell reißen. Der Hahn hier ist aus dickerem Plastik, aber der ist auch noch flexibel. Aber auch gut dick, also die Dicke ist eigentlich okay. Gibt's nichts zu meckern, ich finde die super, die Flasche. Kostet so im Internet, ist ein bisschen billiger, er hat jetzt 10 Euro für bezahlt. Und ich finde es richtig geil, dass er sie mir zugesendet hat. Danke, ne? Ja, das war das kleine Überraschungs-Unboxing. Jetzt kann ich ja noch ein bisschen was dazu sagen, als der Rexy hier war. Ihr könnt ja mal auf seinen Kanal vorbeigucken. Ich mache den Link mal in der Beschreibung. Da werden jetzt auch wohl die Tage oder die nächsten Wochen die Fahrvideos kommen, die wir hier gedreht haben. Das sind andere als bei mir, ne? Weil ich war halt bei ihm der Kameramann, er war bei mir der Kameramann, ne? Und ich werde euch dann Bescheid sagen, wenn er die Videos hochgeladen hat. Wer ihn natürlich schon abonniert hat, ne? Der wird es natürlich direkt mitbekommen. Ich werde euch damit berichten, da könnt ihr euch das mal da angucken. Da sieht man auch teilweise mal, ich weiß nicht, ob er das reinschneidet, mein Terrier und ich glaube den Gas Devil auch, den Attack, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen, was er da so reinschneidet. Ich werde euch dann informieren, wenn die Videos bei ihm online sind. Und ja, ich bedanke mich natürlich nochmal ganz herzlich bei dir wegen dieser Spritflasche. Ziemlich geil. Ja, jetzt habe ich sie auch. Ja, das war eigentlich auch schon alles von mir. Kurzes, kleines Überraschungs-Unboxing. Ja. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Ich war's, euer Porgy. Tschüss.